Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer Stappenbach Challenge Projekt mit dem Tina und dem Randy. Hallo. Hallo. Hi Leute. Wird wahnsinnig gerne mit euch schnacken. Ich muss ganz kurz zum Melo. Das ist wirklich wichtig. So. Das ist natürlich eine wichtige Info. Die 100... Ach, die hat er zuerst gemacht. Das wusste ich nicht. So. Das ist natürlich gut zu wissen. So, na dann fangen wir natürlich hier an. Randy, was gibt's Schönes? Nicht wirklich was. Bei dir? Naja, man ist halt beschäftigt mit so vielen Feldern, ne? Das ist wiederum richtig, oder? Ja, da hat man straffes Programm. Soll ja alles schön wachsen und gedeihen. Wow, 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 wow. Ich hätte wahrscheinlich Ast düngen sollen. Hast du schon mal den Dings benutzt? Den... hast du noch mal den, schon mal den Dings benutzt? Den... Wenden im GPS? Automatisches Wenden? Ja, aber jetzt schon länger nicht mehr. Das klappt manchmal, manchmal auch nicht. Okay. Ich habe das noch nie benutzt, also keine Ahnung. Ich muss mal schauen, ob ich das GPS hier einstellen werde. Bin ich ganz so sicher. Wahrscheinlich in der Mitte einen Durchstich machen. Müssen mit GPS ansehen, weil, also ich bin der Meinung, dass wir es mit GPS machen sollten, weil ganz einfach aus dem Grund wir da den einfach effektivsten, ist einfach der effektivste Weg. Mhm. Weil da hast du halt wirklich alles dabei, ne? Das ist richtig, ja. Ich überlege immer noch, ob ich den Deutz gegen den Fendt tausche hier beim Ansehen. Ich der Meinung war, dass der Deutz doch mehr, der Fendt doch mehr Power hat. Ein 50 km/h Ansehen ist eigentlich ganz schnieke, aber ich glaube, das ist, da ist mehr möglich. Hallo. So, und ja. Hat geklappt? Hat geklappt. Und wie viel Kohle gibt's? 2 Millionen. Was willst du kaufen? Das ist noch nicht ganz sicher. Aber kein Gebäude. Kein Gebäude. Gut. Der Großteil wird in Schafe investiert. Ja, irgendwie muss ich reagieren, tatsächlich. So weitermachen wie bisher geht, aber das geht auch, wenn du ein paar mehr Schafe im Stall hast. Wow. Das wird echt noch interessant hier. Groß, große Bette. Ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, Mann, ey. Okay, kurz nochmal beim LU. Also, haben wir noch eine Top-Nachricht zum Abend. Was ist los? WhatsApp gerade, hat der Klicke geschrieben. Achtung, ich lese vor, ihr könnt sich ja selber drauf was reimen. Sieht schlecht aus mit Messe. Ach,
Ja. So spontan kennt man ihn. Ach, das war's? Das war's erstmal, ja. Ich hab geschrieben, ich melde mich nach und weil. Fuck. Oh, mal gucken, was Phase ist, was das Problem ist. Kann ja eigentlich nur fast wieder vorstellen, dass sie den Samstag oder irgendwo noch hinschicken. Ja, ich würde gerade sagen, da kann ja fast nur arbeiten sein. Shit. Aber das ist ja ärgerlich, oder? Ist ja nun alles geplant. Ja, ja, zumal es kommen Leute, aber das muss ich dann dementsprechend halt selber regeln. Halt irgendwie mit dem Zug. Ja, das ist ein teurer Spaß. Ich freue mich. So, da bin ich wieder. Da ist er wieder. Ach, ich hab genug Schweizer für heute gehabt. Echt? Ja. Warum? Nee. Waren sie doch nochmal böse? Nein. Also, was heißt böse? Es gibt halt eine Floskel, die etwas schwierig ist. Erzähl mal. Ja, natürlich wollen sie, bevor sie einen neuen Kredit haben, raushauen, den alten bezahlt haben. Oh ja, das war aber auch meine Bedingung. Ja, das ist richtig. Und da arbeite ich jetzt gerade dran. Nee, sie hat gesagt, das ist für alle gleich. Das war auch vollkommen okay. Also, das ist nichts. Ja, klar. Nichts Verwerfliches. Unmenschliches. Das ist vollkommen normal. Randy? Ja, bitte. Ich. Dein Stroh. Sorry. Nee, kann ich nicht. Ja, ist eh schon weg. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Jo. Muss ich mal ganz doof fragen, wo ist denn die BGA von den Bei meinen Feldern da. Sprich, wo das, was ich hier nur verkauft habe, die 83, die 84, da. Ah, hier, okay, na gut. Da muss ich mal gucken gehen, da ist ja schon einiges los, habe ich gehört, ne? Eigentlich ist da gar nichts los. Gut. Gehende Leere dort, außer ein bisschen Gelümde. Ich habe gedacht, ihr macht alle hier fleißig Hexen und so. Nö. Ne? Dino muss noch seine Felder managen. Ja, fleißig häckseln, Werner? Ja. Hast du schon mal Maiskolben vom Himmel fallen sehen? Einfach so? Es wäre eine schöne Sache, ne? Es wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, ohne Frage. Es wäre wahnsinnig schön, wenn die einfach so bupp, alle Kerzen gerade in der Erde stecken würden. Und man die nur noch weghäckseln bräuchte. Ja, leider sieht die Realität anders aus. Das stimmt. Ich tue mich gerade schwierig mit der Einfahrt finden. Oh Gott, das kann sich keiner angucken, was ich hier mache. Hallo, Entschuldigung. Ah, das ist ein Weg. So. 7 macht der Händler auf, ja? Jo. Oh, jetzt muss ich hier noch warten. Okay. Alter, der hat meinen Traktor leer gefahren. Der LUler? Ja. Lol. Roter Bereich. Also was wirklich angenehm ist bei Deutz, das muss ich jetzt wirklich mal zugeben, ist die 63 km/h, ne? Ja, kenne ich. JCB, 72 km/h. Ja, aber JCB ist ein super geiler Traktor, ich mag den auch. Aber ich habe da echt mein Problem mit JCB und Feldarbeit. Ja, das ist nicht so einfach. Also JCB ist auch, glaube ich, eher für den Transport ausgerichtet, als wie für Feldarbeit. Ja, auf jeden Fall. Also richtig harte Feldarbeit. Ja. Das kommt mit der PS-Zahl definitiv nicht hin. Das stimmt absolut. Da ist ein Fendt tausendmal besser. Genau. Oder auch ein Holland oder schlag mich tot. Ein Deutz, denke ich, geht auch noch gut. Ja. Sind ja keine Fanboys, ne? Naja, ein bisschen, oder? Ach so, schon ein bisschen? Ja, ein kleines bisschen. Kriegt dein Herz grün? Deutz-grün. Deutz-grün? Okay. Nee, Spaß. Fendt-grün natürlich. Hört sich auf der NF aber anders an. Fendt grün natürlich. Ah, okay.
Ja, nee, ich finde Fendt optisch sehr attraktive Traktoren. Das stimmt. Muss ich wirklich zugeben. Also kann ich weiter unten. Also die Frage wollte ja auch noch beantwortet werden. Was denn, Randy? Ach, ich muss kurz zum Melo, sorry. Ja, ja, na was du wolltest. Darf ich ganz kurz stören? Hallo? Ja, hallo. Ich wollte mal eine Frage an die Strafkammer stellen. Ja? Kann ich einmal nach oben? Ja, ne? Ja, der, können Sie mich mitziehen? Ja. Hallo? Ich wollte nur mal die Nachfrage stellen, ob die Entschädigungszahlung von 7000 getätigt wurde. Frage. Prüfer? Das wäre nett, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber nicht auf dem Schirm, habe aber mir das aufgeschrieben, um da nochmal nachzufragen. Müsste Manu überprüfen. Ja, ja, ich prüfe gerade. Ich weiß, dass sie nicht in-game. Also ich meine aus dem Gefühl her, dass wir das noch nicht gemacht haben. Also ich bin eigentlich auch der Meinung, aber ich war mir eben, bin mir eben nicht, kann es nicht zu 100% sagen. Nein, nein, das haben wir noch nicht gemacht, das ist nicht gerade. Ah, dann wäre es schön, wenn die Entschädigung auch gezahlt werden würde. Nein, das wird sofort gemacht, ja, ja. Das ist nett, danke schön. Nein, ist alles gut, also wie gesagt, kann ja mal passieren in der, in dem Stress, der hier zurzeit ist, ne? Den ganzen Bearbeitungen. Das, ja. Ja. Na gut, dann muss ich trotzdem nochmal zum LU. Dankeschön. Danke. Dein Drescher. Es ist tatsächlich so, mir ist ein kleines Malheur passiert. Ich habe diese gekauft. Es ist niemandem aufgefallen, dass ich diesen nicht bezahlt habe. Aber da ich ja ehrlich bin, also der wird ja nicht automatisch abgezogen. Das war das Hauptproblem. Und ich habe es einfach vergessen und es waren irgendwas mit 300, 400 Litern. Ich würde 500 Euro ans LU überweisen. Ich glaube, der Liter ist ja ein Euro. Ja. Und ich würde 500 Euro gerne ans LU überweisen, um natürlich diese Dieselkosten noch zu begleichen. Ich wollte nur Bescheid sagen. Also ob das so okay wäre. Ja, sicher. Ja, gut. Kleines. Immer über Geld. Ja, das glaube ich. So, ich werde jetzt gleich meine Pellets verkaufen. Ja, da komme ich direkt wieder hoch. Okay. Dankeschön. So. Gehört. Tino? Ja, hier. Ist es relevant, dass ich euch sage, dass ich Wolle verkaufe? Glaube nicht. Also, mich persönlich interessiert, aber es ist unrelevant. Da hast du tatsächlich ja, okay. Recht. Wie viel verkaufst du denn? Wie viel ist denn schon rausgekommen, dass man mal so eine... Boah, 30 Paletten, glaube ich. Quatsch. Zwei. Das, weil da ich selber Schafzüchter bin, ja, Kollege, ja. Weiß ich, dass das super Schafe sein müssten. Ja, die sind hochgezüchtet, ne? Die kacken auch nicht mehr. Oh, schön, schön, schön. So. So. Werner? Hier ist einer. Ich möchte wirklich nicht unhöflich erscheinen, aber mir wäre sehr viel daran gelegen, wenn du bitte die Ballen zumindest von den Straßen entfernen könntest. Versuche deinen Wunsch schnellstmöglich zu erfüllen. Danke sehr. Warum? Das weiß ich nicht. Geht der Traktor nicht. Wir alle hochkonzentriert sind hier. Ja. Ist ja unheblich, wie so. Ich
Ja, ja, ich muss ja, ich kneife ja auch nur die Augen zusammen, dass ich noch was sehe vor mir, der Acker. Das hier ja, noch gegen mal, so ein Wildschwein. Hättest du mal einen Tag damit vernünftiger Beleuchtung gekauft, ne? Hab ich. Aber so eine Nebelbank, du, da machst du gar nichts. Ja. Da machst du gar nichts, ganz schlimm ist das. Ah, jetzt geht ja, nur das Ding aus. Komm ich da nicht rein, Alter? Die Bahn ziehe ich jetzt noch durch. Obwohl der Dünger gleich alle ist. Macht nichts. Kurz hallo. Das ist sehr nett, Dankeschön. Wo soll der Traktor hin? Der Traktor könnte theoretisch wieder zum Kompostmaster. Mit Grubber. Ja. Gut. Gut. Ich würde ganz kurz prüfen, würde mich aber freuen, wenn ein Mitarbeiter für mich freigehalten wird. Ich hätte da direkt noch eine Aufgabe. Ja. Werde aber fix prüfen, welche das wäre. Danke. Was das kosten muss. Achso, es ist der Tino. Ja. Also allgemein. Ich würde einen Ballenwickler verkaufen. Quaderballen. Danke. Okay. Randy? Nö, nö. Gut, dann kann ich mir zumindest Diesel leisten. Danke. Bringt das so viel Kohle? Live auf der Farmer. Was? Bringt das so viel Kohle? Für Diesel wird's reichen. Ah ja. Das ist die dritte. Okay, ich bin's noch einmal. Ja. Würde die Möglichkeit bestehen, Feld 110, das Grasfeld, ist nicht ganz fertig gedüngt. Dieses noch fertig zu düngen. Das sind nur, müsste nur eine Bahn außenrum sein. Und dafür würde ich das Gerät zur Verfügung stellen. Und dann mit einem Drescher Grassamen zu ernten, aber bitte als Schwad abzulegen. Auf der 110 auch. 109 und 110. Komplett. Beide Felder. Okay. Würde das gehen? Ja, können wir so veranlassen. Ja, können wir machen. Danke. Wäre es möglich, dass Sie uns jetzt gleich eben wieder einen Kipper zur Verfügung stellen? Zum Pallet aufladen? Ja, bringe ich sofort. Alles klar, danke. Wir wollen eine absolute Frechheit hier. Gar nicht. Aber, also das, ne? Also das. Die Regel, die heißt blockieren von irgendwelchen Punkten. Wo denn? Händler. Also, du warst gerade richtig. Ich war gerade richtig? Deinen B-Trag, Junge. Oh, Gott. Moment. Ja, Moment. Den wollte ich verkaufen. Ja, ich. Danke. Achso, ja. Sorry. Verkaufte Wolle, 2x0, Werner. Kein profitables Geschäft. Aber kannst du es dir trotzdem zuweisen, dass es raus ist? Na klar. Danke. Ich verkaufe Heupellets, aber das wird ja auch nicht von Relevanz sein, ne? Also abgepackte. Ist eh der Preis konstant. Ballerina. So. Also den MB-Drag hatte ich ja schon gefragt, ne? Nicht, dass da jetzt wieder bei den Zuschauern, ja. Das hatte ich alles schon abgeklärt mit Werner und Randy. Ja. Ich gehe hier mal tanken. 100 Liter habe ich noch drin, fast. Lass mal ganz kurz hier stehen.
So, bevor ich es wieder vergesse, ich muss eine Überweisung machen. An das Lohnunternehmen. Okay. Oh. Was schimpfst du denn schon wieder, Werner? Oh nein. Die BGA ist sehr klein. Also was heißt sehr klein? Kleiner Fall. Tino, hast du die Ballen oben oder unten gemeint, die weg müssen von der Straße? Moment. Überhalb von 117, 111, 112 da so an der Straße. Ja, mach ich gleich. Müssen wir erstmal wieder fertig. Wir sind schon wieder fertig. Es wird ja nichts hier. Ich ja, weiß. Liebe Leute. ich habe falsch verkauft. Ich danke fürs Zuschauen. Wir danken fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge Challenge. Gerne Tipps, Tricks in die Kommentare schreiben. Gerne bei den anderen zwei Boys vorbeischauen. Und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.